Und los. Und das wird. Hallo zurück. Die letzte Folge für heute. Oh, da Ich muss ich habe mich mal. gerade auf die Uhr geguckt. Muss ich mich mit meinem Häuschen aber beeilen. Ja. Ja, ich hatte auch etwas mehr vor, aber irgendwie. Naja, gut. Wir Wir haben auch hatten einiges geschafft. ja, wir hatten ja am Anfang dann noch Ärger mit den ganzen Texture-Packs bei dir. Richtig. Ach, das könnte ich. Das zeige ich. Die letzten 3 Minuten wechsle ich jetzt noch das Texture Pack. Vielleicht wird es dann wahrscheinlich zum Vorführeffekt nicht blau. Das kann ich kurz mal ausprobieren und euch zeigen, wie mein Texture Pack so heute Morgen aussah, bis ich zweimal gerebootet habe und aha. Und wie kommt man da runter? Ach, das ist eine Leiter, okay. Tutora-Wohnung, oder wie? Ja. Ach ja, wo wir gerade dabei sind. Die ach so wichtige Holztür fehlt hier in meinem Haus noch. Ja, genau. So, jetzt entsteht hier noch ein kleines Schlafzimmer. Und dann reicht das auch von der Größe her. Aber irgendwie sehe ich immer noch keine Kinder. Ja, das scheint irgendwie momentan, ich weiß auch nicht, vielleicht haben die Kinder wieder rausgepatcht, ich weiß es nicht. Andererseits, wer mag schon Kinder? Außer natürlich mit einer leckeren, delikaten Soße. Ja, jetzt geht das wieder los. Ach, ja. Was wollten wir? Eine Holztür, genau. Eine Brauchen wir Holz? Das haben wir im Inventar. Gehen wir gleich sämtliche Ressourcen aus hier. Müssen wir halt ein bisschen sparsamer mit dem. Ah ne, wir haben auch genug hier. Gehen wir trotzdem mal sparsam mit dem Zeug um. Haben wir hier schon eine Wand hin? Ja, warum nicht? Dann können wir die auch wieder abreißen. Machen wir das auch noch mal aus Holz, dass ich das jetzt noch gesehen habe, sonst wären wir noch mal rausgegangen und hätten Holz gefarmt die letzten Minuten der heutigen Aufnahme. So eine hübsche kleine Bude geworden. Ich komme gleich, Moment. Da ist noch leer, also es gibt nur Räume unter Tage. Okay. Ja, man muss sagen, Power hat sich mehr Mühe gegeben. Dafür hat Power keine Creeper-Gedenkstätte im Garten. Ja. So. Und wir hören das fröhliche Quieken fröhlicher Schweine. Und Schleim. Huch, jetzt sind sie auch noch im Schweinestall. Ist denn hier der Ausgang? Nein, da nicht, da nicht. Da. Oh, Babyschleim, ja komm. Plansch und tot.
Der ganze Sumpf ist voll von Schleim. Ja, ich muss dringend ein paar Kills nachlegen. Schleimball. Brauchst du immer noch Schleimbälle? Aktuell jetzt gerade momentan nicht. Na toll. Ja, und damit liegen wir vorne. So. Das Zeug hier noch mitnehmen. Hier auch noch was? Oh, Tatsache. Wir sollten in der nächsten Aufnahme wirklich mal was aus dem bauen. Okay. Und jetzt haben wir natürlich... Du meinst mehr als nur eine Creeper-Gedenkstätte? Ja. Obwohl, das ist ja schon einiges. Denn wer kann von sich schon sagen, dass er eine Creeper-Gedenkstätte hat? So, mal ein bisschen Inventar in die Kisten packen. So. Oh. 9 Smaragde für also. Ein... Wir haben ja einen, der will 9 Smaragde für ein Eisenschwert haben. Die oberen Etagen werden jetzt jedenfalls gerade genutzt, zumindest hier im hintersten Teil. Wie hast du das geschafft? Ich habe ihnen einen seitlichen Aufgang gebaut. Ah. Und schon rennen sie rein und raus. Ja. Ja, den könnte man jetzt natürlich noch bis auf die oberste Etage weiterbauen. Richtig, könntest du. Musst nur aufpassen, dass sie nicht auf die Mauer runterspringen können. Und von dort dann entfleuchen. Ja, das heißt, es müssen... Das wäre nämlich ungünstig. Aber ich glaube, das machen wir dann auch in der nächsten Aufnahme. Das lohnt sich jetzt nicht mehr. Jo. Dann auch noch das nächste Haus hier und dann haben wir vielleicht endlich mal einen Iron Golem hier drin. Dann lass mal gucken, was Herr Iruini da gebaut hat. Irus Haus. Oh ja, ein Schild muss ich vielleicht auch noch vermeiden. Liegt sogar noch eins in den Kisten drin. Ja, ist etwas leer und karg, ja, das Betten ist richtig. Also hier kommt ein Bett hin, da kommt eine Kiste hin, da kommt eine Kiste hin und hier kommt ein riesiges Bücherregal hin. Ich glaube, ich muss die Leitern von Misa ein bisschen umfärben, damit sie besser zu meinem Holz passen. Jo. So. Dann gönne ich uns jetzt mal kurz den Spaß eines blauen Texture Packs. Kann ich das Texture Pack im laufenden Betrieb umstellen? Ja. Dann stelle ich jetzt mal auf mein Texture Pack um. Dauert einen kurzen Moment. Na, gucken wir mal, ob das blau wird oder nicht. Es ist irgendwie gemein, dass ich das jetzt nicht sehen kann. Du musst sehr viele Wochen warten, Iro. Dann kannst du es im YouTube sehen. Erinnere mich nochmal an die Woche dann. Ich freue mich schon den ganzen Tag, das irgendwie zu sehen. Deshalb wollte ich ja dein Texture Pack haben, aber irgendwie hat es bei mir ja richtig angezeigt. Nee, das funktionierte gerade nicht. Ich gehe mal kurz raus. Power left the game. Texture Pack. Ist eigentlich immer noch Game, GM hier drin? Ja. Das können wir jetzt ja mal kurz machen. Deope.
Ruini 1000. Zurück zum Spiel. Mal testen. Richtig. So wollen wir das haben. Reicht schon, wenn ich im normalen Let's Play ab und zu mal aufrechte. Ja, und es ist... Oh, ich darf herzlichst begrüßen. Iru zwar noch in rosa, aber der relative Rest ist alles tau. So sah das heute früh aus, als ich zuerst Texture Pack testen. Naja, lila, du bist... Violett. Du hast doch rosa Teile in deinem Skin. Okay, dann eben lila. Nicht rosa. Rosa. Und ihr seht, ansonsten ist hier alles in Art Metall, Metallic Blau eingehüllt. Es ist einfach schlicht und weg gruselig. Blaues Feuer glühen. Ach, Lava haben sie wenigstens noch. Ja, weil man Lava momentan wird der Lava nicht umgefärbt. Ich arbeite ja dran. Ich möchte ja gerne die Lava in der Hölle grün haben. Das ist jedenfalls gruselig. Entsprechend habe ich heute früh viel Spaß gehabt, bis ich auf Bug aufmerksam wurde. Jetzt haben wir die Aufnahme verschoben. Erst musste ich noch genau Windows neu starten, dann war es weg. Dann jedes Mal, wenn man das Texture Pack umstellt, ist es jetzt wieder da, außer man startet ganz Minecraft neu. Darf ich dir sagen, dass das irgendwie wahrscheinlich an deiner Grafikkarte liegt? Dass er das nicht richtig in den Arbeitsspeicher haut? Ich befürchte es. Irgendwas ist da richtig. Aber du hast doch gerade erst einen neuen PC gekauft, oder? Der ist brandneu, klar. Also was heißt brandneu? Er ist jetzt eineinhalb Jahre ungefähr alt. Aber das sollte auch noch eigentlich relativ aktuell sein. Das Gras ist grün, das Holz ist blau. Naja, du hast ja noch Garantie drauf. Ja. Wobei, sonst macht die Grafikkarte eigentlich alles richtig. Ich weiß nicht, woran das jetzt momentan liegt. Vielleicht liegt es auch an Java, irgendwas. Ich muss mal aktualisieren und dann gucken, ob es besser wird. Ja, und nächstes Mal bauen wir dann hier weiter in unserem schönen Dorf und gucken mal, dass wir endlich einen Iron Golem hier reinkriegen. Genau. Und auch mal ein paar mehr Villager, vielleicht auch mal welche, die bezahlbare Smaragde anbieten. Wie zum Beispiel für Papier, für Bücher oder für Weizen. Auch Bücher ist, finde ich, noch relativ teuer. Hier, für Weizen wäre ganz schön. Ja, das haben wir genug. Dann könnten wir uns hier vielleicht noch einen kleinen Smaragd... Ja, dann könnten wir die Creeper-Gedenkstätte aus Smaragdblöcken bauen. Vielleicht fällt mir da doch was Sinnvolleres mit Smaragden. Erzähl mir eine Sache, wofür Smaragdblöcke sinnvoll sind. Außer zum doof in die Gegend setzen. Naja, aber wenn wir sie schon doof in die Gegend setzen, dann sollten wir sie zu Hause doof in die Gegend setzen und nicht hier. Ja, und jetzt wird's von... Ach, deine Wachen, ja, ich sehe. Ja, zuverlässige nett. Leute. Die haben, sind übrigens jetzt in zartem Hellblau am Kopf her. So, bevor es uns endgültig schlecht wird bei meinem Texture Pack. Und alle unsere Zuschauer jetzt überm Klo hängen deine und sich stehend entleeren. Meine Zuschauer haben wunderbare 32-Bit-Umgebung vor sich. In perfekten Farbmustern. Na dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.